Hallo alle zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht wieder weiter hier in meinem GTI Racing Simulator Let's Play. Wir befinden uns immer noch in der Risky Business Serie oder wie nennt man das, ne? Rennklasse, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da sind wir noch. Und ja, vierte Etappe steht jetzt vor der Haustür, vierte und letzte Etappe in diesem Risky Business Dingens. Dann würde ich sagen, wir legen sofort los. Ich habe noch ein bisschen Geld auf der Kante. Ich habe über 12.000, nee, 11.000. So was mit dem Dreh habe ich schon verballert. Ein bisschen Wagen getuned und ich würde sagen, wir legen gleich los. Damit wir hier locker flockig, hoffentlich, Platz 1 rausholen können. Und los geht's. Viel Spaß, Leute! Aufpassen, Kollege. Ja. Ziemlich gut so reingefriemelt irgendwie in die Kurve. Wow, Scheibenkleister, was war jetzt das für ein Spahn? Das war jetzt ja Vollkäse, was ich hier abgezogen habe, Mensch. Meine Jutta. Nein! Das kann doch nicht sein, Mensch, das nur wegen so ein paar Dingens. Ja, genau, ich bleibe auf Platz 1, so schaut's aus. So beschädigt, das gibt's ja nicht. Ist aber komisch, ne, dass immer nur die Scheiben platzen, aber sonst der Rest von der Karosserie schaut immer ziemlich fit aus. Verstehe ich nicht. Aber naja. Vielleicht muss das so sein. Wow, 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 wow. Ha. Das war jetzt das, Mensch. Bald haben wir es geschafft. Fast 90% haben wir. Und wenn ich jetzt nicht allzu viel Mist mache, könnte sogar was mit Platz 1 werden oder auch bleiben.
schön. So, Wiederholung. Jawohl. Und gib ihm. Jo, viel Spaß, Leute. Das sieht ja heftig aus. Radio Blur. Blur. Saturate. Also anscheinend gesättigt. Schon krass gesättigt, ne? Edges. Aha. Alter Film. Das soll fresh sein. Okay. Dass der Himmel völlig ausgewaschen und überbeleuchtet. Wow. Color Hedge. Ja, genau. So, hätte. Keine. Genau, machen wir so. Ganz normal. Standard. Super, dann hätten wir es. Und ich mache mal hier zu. So, dann gehen wir mal auf weiter. Und $6,500 verdient. Hey, das ist gut. Das ist echt gut. Neues Auto, verfügbar, Einführung.
Ach so, nee, neue Autos verfügbar. Okay. Schön. Was bedeutet das jetzt im Klartext? Schauen wir mal. Dann gehen wir mal. Halt, Rennserie, Werkstatt, Autohändler. So war das, genau. Aha. Einführung. Das ist also Einführung. Der Zweier-Golf. Rally. Aha, G60. Wow, der schaut ja cool aus. Stimmt, an den kann ich mich sogar noch erinnern. Hey, der wird jetzt einiges wert sein, der Wagen. Krass. Cooles Auto. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Beetle. Dune nennt sich der, okay. Was haben wir hier Schönes? Da haben wir einen Golf 4 GTI. Ach da, okay, das ist also ein GTI. Hey, cool, der hat jetzt schon 180 PS. Was habe ich denn? So, super. Super, super, super. Das ist jetzt... Ui, der meine, ja. Ach, Moment, zurück. Repair, ja. Für $55, genau. Polieren wir einmal drüber. Zack, jetzt sieht er wieder aus wie neu. Und Ersatzteile. Ja, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass ich ihn so ein bisschen fit kriege hier, den Kameraden. Was sagt hier der Gypsy? Gypsy, habe ich gesagt, nicht Gypsy, ne? Also, bevor jetzt jemand irgendwas falsch versteht, sage ich es lieber gleich oder wiederhole es nochmal korrekt. So. Was haben wir hier? Boah. Moment, wenn ich jetzt sage, hier, den da, den kann ich mir leisten, dann hätte ich jetzt eine satte Steigerung von 20 PS, naja, was heißt satt? 10 PS mehr. Ah, da sieht es natürlich ein bisschen anders aus. 11% mehr. Jetzt habe ich ja 180 PS, macht dann über 18 PS mehr. Ja, dann nehmen wir den doch und fertig, ne? Kaufen. Ja. Rennchip. Ja, natürlich. Her damit. Super. Jetzt haben wir noch $288. Damit können wir uns nicht wirklich was kaufen. Ja, siehste. Und siehe da, ich habe 190 PS geradeaus. So macht das Ganze jetzt mehr Spaß. Wir gehen zurück. Und dann gucken wir als nächstes. Was haben wir hier? Ah, erforderliches Auto. Ausgaben. Preis für Sieg. Kein Spezialpreis. Driftveranstaltung. Ui, okay. Das klingt spaßig. Freue ich mich schon darauf, Leute. Wenn ihr mögt, sehen wir uns dann hoffentlich bald wieder. Das Ganze gibt es dann natürlich in der nächsten Folge. Die Driftveranstaltung. Verunstaltung hätte ich schon fast gesagt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr mich natürlich gern abonnieren und Glöckchen drücken nicht vergessen. Dann werdet ihr immer schön benachrichtigt, sobald ich wieder was Neues für euch am Start habe. Ich sage danke fürs Zusehen. Bleibt anständig, sauber und gesund. Und bis bald. Ciao, ciao.